Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon X. Im letzten Part sind wir endlich in Illumina City gelandet, haben auch schon Professor Platan getroffen, der uns jetzt zu sich gerufen hat, weil er uns wahrscheinlich irgendwas erzählen möchte. Aber bevor wir zu ihm gehen, ja, es ist ein Kerl, ich habe jetzt endlich mal dran gedacht nachzugucken, was denn die Wesen denn jetzt auch auslösen und wie das hier gemeint ist mit der Unterlegung. Und ich hatte recht, es ist wirklich so, dass halt zu jedem Wesen spezifisch hier angezeigt wird, was ich echt toll finde, was denn jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, was nicht, nennen wir es mal so. Und Scoppel ist ja, dass er Solo ist, heißt, sein Angriff wird mehr gestärkt und der Verteidigungswert wird ein bisschen mehr verringert, was blöd ist für Scoppel, weil es wird zum Schluss eine richtig miese physische Verteidigung haben. Halt den ganz normalen Verteidigungswert wird ziemlich gesenkt. Da kann man so auch schon sehen, dass sich das schon ein bisschen was ausgewirkt hat. Deswegen kriegt Scoppel auch immer so viel Schaden. Das gleiche trifft übrigens auch für Vivillon zu. Wo ich bei Vivillon aber sagen muss, dass der Verteidigungswert eh ein bisschen niedriger ist, so wie das aussieht bei beiden. Dass es gar nicht so schlimm ist. Bloß bei Scoppel denkt man sich dann so, na, vielleicht wäre es vielleicht doch besser gewesen, weil es wird später eben Boden-Pokémon. Die sind eh mehr auf Verteidigung ausgelegt. Und jetzt dann so ein Wesen zu haben, dass die Verteidigung verringert wird, ist natürlich toll. Naja. Jedenfalls, ich finde das interessant, dass es angezeigt wird. Deswegen ist der Froxy wahrscheinlich auch so schnell. Finde ich gut. Der Chiri ist eh schnell, das ist eigentlich nicht so vonnöten, das Wesen zu haben. Aber naja, es wird dann halt rasend schnell. Gut, dann gehen wir jetzt zu Professor Platan und schauen mal, was er uns Schönes erzählen möchte. Toll, dass du den weiten Weg aus Escalia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit den Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. So, so. Im Zentralbereich des Kalos-Rüstung hast du 34 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na gut, na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Im Falle von Eskizia hatte ich mich bereits für das Kind vom befreundeten Trainer Veteran entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihon-Jockey Primula und ihre Tochter Eskizia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du die ideale Kandidatin für dieses Unterfangen bist. Hallo, Professor, ich bin Sonne. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Was? Okay. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Why? Ich habe doch nicht mal meine Pokémon geheilt. Sonne, heilst du meine Pokémon? Ein Pokémon-Kampf? Hier im Labor? Ich glaube, ich suche eben schnell noch das Pokémon-Center auf und dann kämpfe ich gegen Professor Platan. Das ist interessant. Doch, klar, es war im Vorfeld ja schon gesagt, dass man gegen ihn kämpft. Aber ich finde es trotzdem interessant. So, wir sind ja alle da. Jetzt können wir erstmal kämpfen. Wunderschön. Tschüss, Sina. Tschüss. Mag dich eh nicht. Gut. Wo ist das Pokémon-Center? Wird doch wohl irgendwo eins sein. Ah, Keulwurf, geh weg. So, schauen wir mal. Da ist ein Pokéball abgebildet. Das sieht nicht nach Pokémon Center aus. Okay. Donkey, kannst du momentan nicht durch. Okay, Stromausfall. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Aber irgendwo muss es doch ein Pokémon Center hier geben, wo ich eben rein kann. So, da ist ja das. Da ist irgendein Gebäude. Ah, das sieht nach Pokémon Center aus. Ah, das ist doch super. Gut. Heil mal eben kurz meine Pokémon. Oh, eine andere Perspektive. Auch nicht schlecht. Dam, bam, badadam. Dankeschön. So. Jetzt kann Professor Platan richtig schön fett aufs Maul kriegen. So, muss ich jetzt lang? Ein wenig verwirrend. Ja, ja, Quatsch, jemand. Da ist Keulwurf, also muss... Genau, da ist es. Ich orientiere mich an den Pokémon, ja. Das hilft. Moment. So. Kabel im Weg. Diese Musik, ey. Na,
bam, bam, bam. Jetzt weiß ich auch, warum er so eine Tolllocke im Gesicht hat. Das ist ein Franzose. Hi. Wollen wir mit dem Kampf loslegen? Ja, bitte. Nur noch schnell vorweg. Ich bin nicht sonderlich stark. Schön. Und dann wird's so mit den Kämpfen. Na gut. Hi. Bisasam. Hi, Bisasam. Ich hab Skoppel. So, Skoppel wird natürlich angreifen. Das ist so eine dumme Frage. Was soll Skoppel tun? Bisher war natürlich eine gute Verteidigung. Kennen wir ja schon. Und es kann Egelsamen. Ich mag Egelsamen nicht. Gut, das wird ziemlich nach hinten. Nein, nicht den Beutel. Nein. Wieso verwechsel ich das immer? So, ich werde Dateri einsetzen. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Au. Das tat ein bisschen weh. Gut, mach mit Schnabel. Das macht natürlich richtig schön Schaden. Ich nehme noch einen Rankenhieb ab von dem lieben kleinen Bisasam. Und noch einmal Schnabel. Und Bisasam ist K.O. Das guckt traurig. So. Als nächstes kommt Chigi. Ich möchte gerne wechseln, natürlich. Nämlich auf Flabebe. So, einmal einen schönen Rankenhieb. Bam. Süß. Immer wieder begeistert. Sind Details, die begeistern. So, noch einmal Rankenhieb. Und eine Ski auch schon besiegt. Und es guckt auch traurig. Ich glaube, alle Pokémon gucken traurig, wenn man sie kaputt schlägt. Und da kommt Glumanda. Und da werde ich natürlich Froxy einsetzen. Und man merkt schon, man freut. Ich freue mich, wenn ich Glumanda sehe. Ich liebe Glumanda. Der absolute Muss-Starter aus den ersten Editionen. Doch. Und das ist auch schon kaputt. Tut mir leid, Glumanda. Und schon ist er besiegt. Ah, das war wohl nichts. Klasse Leistung, aber. Yes. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild von? Na, ein Bild von dem, was Mitch kann. Sie ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf der Reise begleiten wird. Drück uns doch alles in die Hand hier. Hier, du kannst dir zuerst eins aussuchen. Natürlich kriegen wir von ihm entweder eins dieser stuckeligen drei Pokémon. Was natürlich auch sonst. Ich glaube, ihr denkt bestimmt richtig, welches Pokémon ich nehmen werde. Nämlich Glumanda. Ja, Glumanda. Und es freut sich. Ah, du hast dir also Glumanda ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Glumanda! Würdest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Nein, auch wenn es kein Carlos-Pokémon ist. Ach gut, du willst ihm also keinen Spitznamen geben. Wenn du dich für Glumanda entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Danke. So, ihr zwei. Ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus, aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile, lasst dir ruhig Zeit. Wie dem auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Hallo, Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Hab ich's nicht gesagt? Fein, fein, damit wäre dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit den Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, steht das große Mysterium der Chaos-Region da, lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ihr euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung können Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Eine Mega-Entwicklung, schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex?
Bravato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Also ich finde diese Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über die Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Venetia die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte. Vielleicht findest du dort ja einige andere rare, da ein paar Sachen, die du vielleicht helfen könntest. Noch etwas. Wenn ihr die Region bereist, um eure Pokédex zu erfüllen, okay, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben idealen Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Gott, was ist jetzt schon wieder los? So. Jetzt nochmal konzentrieren. Seid offen für eure andere. Oh Gott. Ich hab's heute wieder. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten öffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. Somit haben wir unser Glumanda gekriegt. Ja, Glumanda ist ein sehr tolles Pokémon. Und kriegt natürlich den Glurak-Nid X. Gott. So. Ich werde Glumanda, ich wollte schon Glurak sagen, offline ein bisschen trainieren, damit wir natürlich die Mega-Entwicklung auch nochmal sehen können. Nämlich die schöne. Ich finde die von Y nicht so toll, weil die X-Entwicklung, Mega-Entwicklung, da kriegt Glumanda endlich den Pokémon-Typ, dem es auch zusteht, beziehungsweise Glurak kriegt den Pokémon-Typ, dem es auch zusteht, nämlich den Drachentyp noch dazu. Und mein Gott, das wird auch endlich mal Zeit. Meine Fresse. Also werde ich Glumanda gleich erstmal auf dem PC verfrachten. Aber erstmal quatsche ich dich an. Im Zentralbereich der Kalos-Regierung bist du bisher 37 Pokémon begegnet. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese TM ja dabei, mit noch mehr Pokémon Freundschaft zu schließen. Trugschlag! Ja, damit kann man super Freundschaft schließen. Erst verarschen und dann, hey! Du kriegst einen Tag, über welcher der Anwender seine Kraftzüge, sodass dem Ziel in jedem Fall ein KP erhalten bleibt. Das ist natürlich außer Frage, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. Ja, das ist natürlich toll, aber trotzdem schadet man das Pokémon. Anziehung wäre eines gewesen, wo ich sagte, ja, damit kann man Pokémon-Freundschaften schließen. So, dann schauen wir mal, was hier so Schönes los ist. Hi. Na, was macht ihr denn hier Schönes? Macht ihr auch wieder Genexperimente hier? Mit den ganzen Pokémon? Der Professor forscht die Entwicklung und den Wandel der Pokémon. In jungen Jahren hat er offenbar sehr viel von Professor Alba aus der Sinnoh-Region gelernt. Um die Bande zu seinen Pokémon zu stärken, gibt es nichts Besseres, klar. Das ist, als viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Hier, diese Bälle werden dir bestimmt helfen. Kriegen überall was in den Arsch geschoben. Ist das nicht toll? Mit einem Luxusball gefangene Pokémon freuen sich leichter mit dir an. Na, was machst du Schönes? Es gibt männliche und weibliche Pokémon, so wie solche, deren Geschlecht unbekannt ist. Zudem weist das Aussehen mancher Pokémon geschlechtsspezifische Unterschiede auf. Pokémon verfügen über rätselhafte Kräfte, die Fähigkeiten genannt werden. Manche dieser Fähigkeiten entfalten ihre Wirkung während eines Kampfes. Andere wiederum, wenn du das Pokémon in deinem Team mit dir führst. Ich habe gehört, dass es ein Pokémon gibt, das man nur erforschen kann, wenn man eine Waschmaschine und einen Fernseher hat. Ja, das stimmt. Es gibt kein schöneres Gefühl, als im Kampf mit seinem Pokémon auf eine Wellenlänge zu liegen. Was machst du denn da? Interessant. Ich entwickle gerade ein Gerät, das mir bei meiner Forschung helfen wird. Doch das ist alles andere als einfach. Gedulde dich, bis es vollendet ist. Okay. Ein Unrat-Tütox. Bin ich immer gespannt, was das wird. Ich möchte gerne ins Erdgeschoss. Und jetzt möchte ich gerne die Stadt ein wenig erkunden, wenn man mich denn jetzt bitte lässt. Falls der Strom wieder da ist. Ich werde sie also schon bald treffen. Ja? Die Kinder, die der Professor auswählt hat. Welches Potenzial sie wohl in sich bergen? Darf ich vorstellen, das ist Mitch. Sei das so gut, dann komm bitte mal kurz rüber. Ich habe Angst vor dem Kerl. Der sieht unheimlich aus. Oh, du hast also ein Pokédex vom Professor erhalten. Das ist einfach wunderbar. Du bist wirklich auserwählt. Mein Name ist
Was? Flordelis, okay. Flordelis. Ja, das bin ich. Es ist mein Bestreben, möglichst viel über die Pokémon zu lernen, um den Weg für eine bessere Zukunft zu ebnen. Ich könnte viel von Professor Platon lernen. Oh, du hast ja ein Hololog bei dir. Wissen ist Macht, hörst du? Mache ihn dir also zunutze. Hör mir gut zu, diese Welt muss besser werden. Alle auserwählten Menschen und Pokémon müssen unermüdlich arbeiten, damit die Welt ein schöner Ort wird. Nun gut, ich muss dann mal los. Richte Professor Platon bitte meine Grüße aus. Ich strebe nach einer besseren Welt, nach einer Welt der Schönheit. Ich frage mich, was für eine Welt Flordelis mit dieser Welt der Schönheit genau meint. Es gibt so viele verschiedene Pokémon in der Kalos-Region. Ich hoffe, der Pokédex hilft dir dabei, mir über sie alle in Erfahrung zu bringen. Ich glaube irgendwie, dass der Flordelis nicht gerade sehr nett ist. Mimi, es gibt da einen Ort, den ich unbedingt aufsuchen möchte. Also bis bald. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Ich warte im Café Soleil auf dich, Nachbarin. Ich habe einen Namen. Was Kalim wohl auf dem Herzen hat? Keine Ahnung, scheint aber ein großes Geheimnis zu sein. Ich bin zwar neugierig, aber wir sollten uns da wohl besser raushalten. Mimi, verlasse das Labor, wende dich nach links und gehe dann immer geradeaus, um nach Venetia zu gelangen. Das Café Soleil liegt übrigens in derselben Richtung. Danke. Danke für diese Information. So, ich werde aber erstmal wieder zum Pokémon Center gehen. Oder auch nicht. Olimia City ist echt riesig, aber solange man auf den großen Straßen bleibt, verläuft man sich schon nicht. Ich mache mal eben einen kleinen Spaziergang. Die Allee hier lädt da förmlich dazu ein. Nach Veneta und zum Café Soleil geht's dort lang. Lalalalalala, und tübelt er davon. So, da ist auch schon Sana. Läuft da hinten lang. Well, Holoscape, well, well. Es verwirrt mich ein bisschen, diese Kameraführung, anstatt einfach, dass es gerade bleibt. Gut, kannst du bitte mein Pokémon heilen? Dankeschön. Badabam. So. Dann werden wir mal eben Glumanda auch in den PC verfrachten. Genau. Was das ist, ich habe keine Ahnung. Sieht aber sehr danach aus, dass... Upala. Kommt das rüber? Ja. Dass man da ein zweites Team noch mit reinpacken kann und dass man einfach mal so mit dem Team, was man schon dabei hat, austauschen kann. Das macht aber nichts. So, jetzt haben wir schon 4 Feuer-Pokémon. Also wenn ich privat spielen würde, hätte ich schon sehr viel Spaß übrigens. Weil dann hätte ich nämlich auch noch Pfingst genommen, dann hätte ich schon 5. Und dann gibt es noch ein 6. Feuer-Pokémon hier, was ich auch unbedingt hätte haben wollen. ja, das wäre ein sehr lustiges Team, nur mit Feuer-Pokémon durch die Gegend zu latschen. Naja, andere Trainer machen das auch, so die Arena-Leiter und so, ne? Na gut, die latschen natürlich gelegen, die warten darauf, dass sie herausgefordert werden, ne? Aber... So, das ist Sana. Gut, jetzt schauen wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Kann man da rein? Nein, okay. Da kann man nicht rein. Hier kann man rein. Ich sollte auch die Tür benutzen. Hi. Hallo, guten Tag. Bitte dreht doch näher. Herzlich willkommen im Trainer-Promo-Studio. Hier kannst du deine einzigartigen komprimierten und in 10 Sekunden Film packen und der ganzen Welt zeigen, wie toll du bist. Die Sache geht wirklich super schnell. Möchtest du mal versuchen, so eine Promo aufzunehmen? Nein, jetzt nicht. Ich verstehe. Schau da endlich. Ist wirklich nur eine Sache von wenigen Sekunden im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, schau doch unbedingt mal wieder rein, wenn du mal wieder in der Nähe sein solltest. Ich glaube, das werde ich im nächsten Part machen. Aber ich will mich trotzdem erstmal noch so ein bisschen hier umgucken. Was sieht das so fett nach Fotostudio aus oder so? Hier steht auf jeden Fall Sana rum. Kann man hier auch in die Häuser rein? Nein, hier kann man nicht einbrechen. Hinten ist ein Pikachu. So, da ist nix. Da ist... Hier war aber, glaube ich, auf der rechten Seite irgendwo was. War hier was? Weiß ich nicht. Hier ist eine Seitengasse, okay. Hier komme ich auch nicht lang. Okay, hier kannst du momentan nicht durch. Stromfahrzeug wieder versuchen, gerade der Haus wird, woran es liegt. Sabbat der Eiffelturm. Gut, ich kann auf jeden Fall einige Wege noch nicht lang. Da hinten ist Kalim, da geht es auf jeden Fall weiter. Es bleibt bald nichts anderes und übrig, als in diese Richtung zu gehen, okay? Gut. Das ist ein Friseur. Hi. Willkommen.
Wir beraten unsere Kunden bei Frisur und Farbe. Die Zufriedenheit des Kunden ist für uns alles. Wonach steht dir denn heute der Sinn? Haare schneiden und färben. Okay, soll ich dein Haar schneiden oder nur den Stirnfirmenhaar? Komplett! Ein kompletter Haarschnitt plus färben, das macht dann 3000 Dollar. Bist du einverstanden? Ja, komm! Sehr schön, dann folge mir bitte. Deinen Hut kannst du gerne mir geben. Ich verwahre ihn in der Zwischenzeit. Dankeschön. Okay, wie soll ich deine Haare schneiden? Kurz. Ist okay. Also man kann sich das nicht mal richtig aussuchen, oder? Brunette bitte. Sehr gerne. Wusstest du schon, dass es einen Friseursalon speziell für Käufer gibt? Ich muss da demnächst unbedingt mal meinen geliebten Käufer vorbeibringen. Allerdings gibt es wohl so viele verschiedene Schnitte, dass es schwer wird, sich zu entscheiden. Welcher Schnitt steht denn meinem Käufer am besten? Hast du denn eine Präferenz, was dein Stirnhaar angeht? Brauch mal zur Seite. Du willst deinen jetzigen Stil also beibehalten? Ja. Sehr gerne, dann schneide ich nur die Spitzen. Alles klar, wir sind fertig. Oh mein Gott, wie ein richtiger Friseur, wenn wir total zugelabert. So. Oh mein Gott. Ah, nein. Meine Haare. Oh, wie süß. Aha, okay. Das ist mal ganz was anderes. Okay. So. Dein neuer Frisur steht dir ganz hervorragend. Also ein kompletter Haarschnitt plus Färben, das macht dann 3000 Poké-Dollar. Dankeschön. Vielen Dank für dein Besuch. Komm doch jederzeit wieder vorbei, wenn du dir nach einem neuen Look steht. Yay, wir haben eine kurze Haarfrisur. Jetzt sind wir eben in was ganz Besonderes. Doch, es ist wieder schick. Doch, wird die schick. Hier ist noch ein kleines Zöpfchen hinten dran, dann wäre es meine echte Frisur. Okay. Oh, boah. Na gut, es ist schon mal was anderes, als wir vorher hatten. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen neuen Haarschnitt beenden wir den Part. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Pokémon X. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann.